Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video vom Ice Daddy Mobil. Also Ice Daddy Mobil heißt das Gimbal, das ist von Hohem und die Ho doch von Hohem. Da seht ihr das. Und ja, gestern die Aufnahme, die eine war kaputt und die andere, ach, von oben drauf und den Gimbal-Zeiger, ist totaler Schwachsinn gewesen. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, deswegen mache ich das jetzt einfach nochmal neu. Ich habe auch im Unboxing, habe ich euch ja gesagt, hier ist noch so ein Ding mit bei, wo ich nicht weiß, wo das, was das sein soll. Ja, das ist ein Fuß, den man unten ranschrauben kann. Ich Trottel. Kenne ich ja von anderen Produkten schon, aber naja, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, wie gesagt. Ich richte euch mal kurz ein Stück soweit hier rüber. Dass ihr das Gimbal so ein bisschen auf den Tisch seht. Ich mache da ein bisschen runter. Obwohl, den Standfuß braucht er ja nicht unbedingt drauf haben. So. Wir wollen jetzt unser Smartphone in den Gimbal mit einbamseln. Ich mache es dafür erstmal aus der Hülle raus. Dann ist es nicht ganz so dick, mein Handy. So. Ich mache das jetzt am besten mal. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich mache das jetzt so, dass ihr das vielleicht besser seht. So. So. Ihr müsst praktisch das, was runterhängt, einmal zur Seite machen. Das drehen. Und schon ist es dafür geeignet, dass man das Smartphone so drin hat. Wenn ihr das so haben wollt, dann müsst ihr das genauso machen, aber hier festhalten. Und das drehen, dann ist es hochkant. Ja, wir wollen aber so haben. Also müssen wir das so machen. Die Rückseite vom Smartphone, die Unterseite vom Smartphone, die soll hier komplett ran. So. Und ihr seht, bei mir geht es aus dem Gleichgewicht. Dann lösen wir jetzt hier hinten einfach die Schraube. So. Ziehen uns das hier, den Arm hier raus. Und es ist immer noch nicht im Gleichgewicht. Also machen wir den Arm noch minimal wieder rein. Das war zu weit rein. Also es ist manchmal wirklich ein bisschen Millimeterarbeit. So, passt doch. Und wenn wir dann hier die Schraube festschrauben, das ist diese Schraube hier. Worauf ihr noch aufpassen müsst, ach Mäuselein, Papa macht gerade Video. Worauf ihr noch aufpassen müsst, was wichtig ist, wenn ihr das Smartphone drin habt. Geh mal bitte runter. Ihr seht ja, das ist jetzt hier so geneigt, also so schräg. Ich werde euch mal kurz ranzoomen, dass ihr das vielleicht besser sehen könnt. So. Hier seht ihr diese Klammern, also diese Metallverstrebung. Das ist von der Halterung. Die könnt ihr auch justieren, einfach festhalten. Ein bisschen oben machen. Und seht ihr, dann kippt es noch weiter. Und wenn wir das jetzt weiter runter machen. Und noch ein Stück runter. Noch weiter runter geht es gar nicht, oder was? Nee, noch weiter runter geht es gar nicht. Und da haben wir schon fast gerade. Den Rest macht das Gimbal dann von alleine. So. Wir machen erstmal jetzt die Software an. So, und zwar hier oben.
So. Bluetooth an. Hatte ich vergessen, das ist aus. So, jetzt haben wir schon die Einstellung. Jetzt müssen wir warten. Müssen wir das erstmal auch noch anmachen. Und lange gedrückt halten. Ach, da ist es schon. Und da sind wir schon. Und jetzt richtet sich die Gimbal praktisch aus. Also ich habe jetzt hier, ich versuche mal, dass ihr das so ein bisschen drauf kriegt, vielleicht. Ich habe jetzt hier einen grünen Viereck um die Sicht rum. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel so rüber gehe, oder hier, ich zoome euch mal raus, dass ihr das seht. Ja. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, verfolgt mich das Gimbal. Ist aber jetzt nicht als Verfolgung so gedacht, das ist also schon, aber gedacht ist es, dass wenn wir das jetzt so halten und ein Video machen oder ein Dings, ich werde mal das so machen, dass ihr das vielleicht seht, dass, ja, dass die Kamera ruckelt nicht. Der Motor gleicht das halt praktisch aus, was ich mich bewege. Und zieht das auch hinterher. Runter, auch hoch. Dann kommt es nach vorne und richtet sich aus. So, wir haben dann auch noch hier hinten so einen Knopf. Oh, ich seh, oh, jetzt hat es mich gerade nicht. So, jetzt. So, und jetzt richtet sich es wieder gerade aus. Oder wenn du, ich versuche es noch mal, dass es mich nicht kriegt. Das ist ein bisschen schwierig, dass es mich nicht kriegt. Manchmal geht es nicht. So, so jetzt hat es mich nicht. Jetzt hat es mich schon wieder gefunden. Es findet mich sehr schnell wieder. Es ist selten, dass es mich nicht wiederfindet. So, wartet mal, ich muss erst mal so. Jetzt findet es mich nicht, jetzt sucht es mich, jetzt sieht es nur meine Glatze. So. Ja, ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen, weil es mich zu schnell findet. Also, wenn es euch mal nicht findet, dann könnt ihr hier mit Doppelklick, könnt ihr dann halt sagen, justieren und so. So, seht ihr das? Das hat sich ein bisschen justiert. Und wenn ihr der Meinung seid, das sieht jetzt so gerade ein bisschen komisch aus, weil er noch irgendwo was nebenbei macht, dann könnt ihr auch mit dem Joystick noch nachjustieren. So. Und dann bleibt das auch so. Weil ihr habt ja dann hier so einen kleinen Joystick drauf, auf dem Gimbal. Den zeige ich euch gleich noch. Und also habe ich am Unboxing schon gezeigt, aber ich zeige euch die Knöpfe gleich nochmal. Und dann haben wir noch einen Fokusmodus. Also wir können auch hier Fokus machen. Pickel anschauen. Ja, Pickel anschauen, ja. Wir haben auch einen Modus für rennende Objekte. Also wir haben hier praktisch, muss ich jetzt hier mal rennende Objekte anschalten. Und meine Kamera wechseln. Und zwar hier unten. Ich zeige euch auch gleich noch die Software. So. Gut, wartet mal, ich mach das mal anders. Ich mach mal wieder mit Standfuß. Macht sich vielleicht ein bisschen besser. So. Und zoom euch mal ran. Na, zoom doch. Zoom doch weiter, zoom doch. So. Also richtig ranzoomen kann ich jetzt, weiter ranzoomen kann ich jetzt nicht. Ihr seht jetzt praktisch die hintere Kamera, deswegen praktisch die Popo-Seite vom Handy. Ganz hinten ran, weil sonst wären die Kameras überdeckt. Und hier unten haben wir dann halt hier so ein kleines Mannequin, was ihr jetzt schlecht seht, wegen Rennen. Das ist für schnelle Objekte. Denn hier oben, wo ihr da so einen Kreis mit einem Smiley seht, also mit, da könnt ihr den Gesichtserkennungsmodus anmachen und das mit eurem Gesicht folgt. So. Hier haben wir eine Aufnahme, logischerweise. Oh Mann, nee, da war noch was drüber. Hier können wir zwischen Foto- und Videomodus wechseln. Ja, jetzt sucht es mich. Hoch musst du. Hoch. Hoch. Da hat es mich jetzt gefunden.
Und das verfolgt mich. So. Du sollst mich jetzt aber nicht verfolgen. Ich will das. Ach, falsche Richtung. Entschuldigung. Also wie gesagt, hier habt ihr, also hier oben ist auch noch Bluetooth, da könnt ihr Bluetooth ausmachen, würde ich euch nicht empfehlen. Gesichtserkennung, ihr könnt da zwischen Foto und macht sich doof. Ihr könnt da zwischen Foto und Videomodus unterscheiden, also auswählen. Hier habt ihr dann natürlich den Aufnahmeknopf. Hier könnt ihr wechseln zwischen Vorder- und Rückkamera. Und hier könnt ihr Kamera oder Live wählen. Ich zeige euch das mal kurz mit Live. Ach, ich habe meine Bauchtasche nicht hier, sonst hätte ich meinen schönen Stift nehmen können. So. So, jetzt sind wir live. Also im Live-Modus. Also wir sind nicht live, wir sind im Live-Modus. Im Live-Modus haben wir die Möglichkeit, RTMP auszuwählen. RTMP ist praktisch der Stream-Schlüssel. Da braucht ihr euren Stream-Schlüssel für YouTube, Twitch oder was weiß ich. Den gebt ihr hier ein und dann könnt ihr praktisch über die Software direkt zu Twitch, direkt zu YouTube streamen. Ohne halt irgendwo weiter hinzuleiten. Oder wenn ihr natürlich so eine Software habt mit Overlay, was man für PlayStation zum Beispiel auch machen kann, dass man halt von der PlayStation oder von der Xbox direkt zu Twitch streamt und mit einem Overlay, dass man da über eine andere Seite streamt. Wäre dann wahrscheinlich auch möglich. So. Und hier unten haben wir dann noch Universal Face Follower. So. Und da können wir dann halt zum Beispiel YouTube nicht installiert. Ich habe doch YouTube installiert. Andere App verwenden. Ach nee, unten war ja Pluszeichen. Ist ja wieder neu hier. Kurzvideo erstellen, Video hochladen, Livestream starten, zu Stories hinzufügen, Livestream starten. So. Sagt er mir auch hier was an? Nee. Also hier sagt er mir jetzt nicht an, dass ich eine andere App nur nutzen kann. Vielleicht kommt es später noch. Wie gesagt, ich bin da noch nicht so drinne. Muss da auch erstmal noch mich mit der Materie auseinandersetzen. So. Aber jedenfalls machen wir erstmal weiter. Wir können auch normal aufnehmen. Und dann haben wir hier verschiedene Videomodis, die wir auswählen können. Ich habe jetzt noch nicht getestet. Ich kann das auch schwer jetzt von der Seite lesen, aber es gibt viele einzelne kleine Modus. Was haben wir denn da zum Beispiel? Wow. Ich mache mal den dunklen Modus aus. Moment. Dunkler Modus aus. Ich habe nicht in einigen Apps habe ich Probleme mit dem dunklen Modus. Ne, hier, es bleibt jetzt so. Würde ich euch gerne vorlesen. Ist für mich persönlich zu klein geschrieben. Ich werde mal gucken, dass das einpegelt, aber. Das ist zu hell. So, Kamera. So. So, da seht ihr das. Ich kann es gerade echt wirklich nicht lesen. Ich würde es euch gerne vorlesen, aber ich kann es nicht lesen. Es ist mir zu klein geschrieben. Da habe ich Probleme mit. Oh, machen wir wieder weiter. So. Aber das sind jetzt nur die Sachen, die wir auf der rechten Seite haben. Auf der linken Seite haben wir auch noch Sachen. Da haben wir einmal einen Pfeil für zurück. Da kommen wir natürlich wieder zurück. Wollen wir nicht. Da muss erstmal Bluetooth wieder einschalten, dann haben wir Einstellungen, da kommen wir gleich dazu. Da haben wir dann ach, das ist halt Mensch, Filtereinstellungen. Da haben wir dann auch nochmal Einstellungen für Bilder und
für Weißabgleich und sowas. Dann haben wir hier noch so ein Handsymbol. Gestensteuerung, da können wir das wohl per Gesten steuern. Jetzt hat er gerade meine Hand eingelesen. Jetzt macht er irgendwas. Wie kann man das? Also, es funktioniert halbwegs mit irgendwelchen Gesten, aber das müsste man sich dann halt noch genauer durchlesen. Das habe ich noch nicht gemacht. Weil, wie gesagt, ist ja noch neu. Hier unten hatte ich euch schon gesagt, da hatten wir ja das für schnell rennen. So Männekicken. Das ist halt wirklich. Ich versuche noch mal ein bisschen näher zu kommen. Ist halt wirklich schwer zu erkennen, das ist da. Also, ist wirklich. Machen wir mal an. So, dann ist es blau, dann seht ihr das wenigstens. Und daneben haben wir noch Weißabgleich und Farbe und so. Da könnt ihr dann noch ein bisschen rumspielen. Und hier oben bei Einstellung haben wir dann auch noch mal für den Fotomodus. Ist jetzt rein Fotomodus natürlich alles die Einstellung, weil wir im Fotomodus drin sind. Das mache ich. Muss mal kurz Video auslösen. Machen wir 1080p 60 FPS. Ne, da sind so ja die Videoeinstellungen mit bei. So, da hatte ich das in der Anleitung falsch gelesen. Da stand das drin, dass da die jeweiligen Einstellungen vom ausgewählten Menü sind. Ja, ohne Taschenlampe. Hier können wir die Taschenlampe anschalten, wenn wir wollen. Foto off. 5 Sekunden. 10, 3 Sekunden kann man auswählen oder off. White Balance automatisch. Also, denk mal, Weißbalance. Grid. Hauptkamera. Achso, hier kann ich so, ja. Aha, die Kamera sagen, die erkennt so ja welche, dass ich hier mehrere Kameras eingebaut habe. Und da kann ich in der Software die Kameras wechseln. Also Teleobjektiv, Hauptkamera und so. Das ist ja cool. Videoskalierung. Da kann ich auch das Format auswählen. Da habe ich H265 ausgewählt. Horizonte Linien. Also jetzt habe ich hier praktisch schon Shutter. Ja, den lassen wir mal auf Standard. Manueller Modus. Zoom-Geschwindigkeit haben wir hier auch. Da können wir auch die Zoom-Geschwindigkeit einstellen. Ja, nee, die Einstellungen sind wirklich gleich. Egal ob Kamera, ob auf Kamera oder auf also Video oder Foto bist. Achso, ich müsste jetzt mal meine Kamera wieder wechseln. So. Können wir hier unten wieder zumachen. Na komm, du hast mich doch eben gehabt. So. Jetzt hat er mich mal nicht. Jetzt kann ich das eigentlich mal zeigen. So. Er hält mich jetzt komplett gar nicht. Jetzt einfach hier. Falsche Taste. Ist aus. Ja,
Geht doch nicht, wenn es aus ist. Wieso ist der aus? Bin ich auf den Ausknopf gekommen? Und jetzt ist er wieder verbunden. Seht ihr, dann geht's auch, macht, ich habe Bluetooth jetzt angeschalten und jetzt macht er gerade ein Foto von mir und ist automatisch wieder anerkannt. Wieso macht er jetzt die ganze Zeit Fotos? Achso, weil ich Selfie offen hatte. Nee. Ja, jedenfalls macht er jetzt die ganze Zeit Fotos und pegelt sich halt ein. So, wir wechseln mal wieder auf Videokamera. Seht ihr das? Ja, gut, da unten kommt er jetzt dagegen, ist klar. Also egal wie ich mich bewege, er bleibt bei mir. Jetzt hat er euch. Und zack hat er mich wieder und ich bin wieder im Fokus. Kann man natürlich auch für zu Hause benutzen, wenn man sich das hier so hinstellt und dann ausrichtet, so. Und dann natürlich ich, wenn man irgendwie Schminkvideo macht und dann sich bewegt, dass die Kamera dann halt mitbewegt, dass man immer mittig vom Bild ist oder so. Das ist ja auch eine Anwendungsmöglichkeit. So. Ich zeige euch das jetzt noch für ein Umstellen für horizontal. Also praktisch für praktisch, wenn ihr so machen wollt. Diese Shorts bei YouTube zum Beispiel. Ja. Dann müssen wir erstmal das Handy ein Stück rausschieben. Ich lasse einfach mal alles an. So, Handy ein Stück rausschieben. Und dann drehen wir das einfach. Zack. Dann schieben wir das Handy wieder runter. Passt aber auf, schiebt das nicht zu weit runter, dass ihr nicht auf euren Ausknopf kommt. Weil sonst habt ihr die A-Karte. Dann macht er das hier wieder lose, das Rad an der Seite hinten. Und schiebt das komplett rein. So. Und wir sind schon ausgerichtet. Falscher Knopf. So. Und wir sind schon ausgerichtet und können hier praktisch. Wartet mal, ich hab's zu weit. Muss noch ein Stück runter. So. Noch ein Stück. So. Und können wir dadurch. Hab hier schön Bewegungsfreiheit. Und er verfolgt mich. Ja. Kann man dann natürlich auch hier wieder machen. Na, wo willst du hin? Da bin ich. So. Kann man auch nach vorne und nach so neigen, also so wie man es gerne haben wollen würde. Und so geht er dann halt wieder zurück. Ich zeige euch das nochmal. Ich mach mal. So, ich verdrehe das mal so und sag jetzt einfach. Und halt gedrückt, zack, bumm, ist er wieder in der Position, wo er mich vernünftig filmen kann. Man kann auch Selfie ausmachen. Ich mache jetzt mal den Selfie-Modus aus. So. Also jetzt reagiert er wohl nicht auf mein Gesicht. Oder warte mal, warte mit Fotos machen so. Nee, so. Jetzt sollte er mich nicht mehr verfolgen. Macht's noch. Oder warten wir zur Gesichtserkennung. Ich muss da noch ein bisschen durchlesen. Teilweise war zweideutig. Das habe ich noch nicht so verstanden. Aber so, echt ein geiles Teil. Und so ist aus. Dann fährt, sackt da so in sich zusammen. Doch, Handy aus. Ich habe noch was vergessen. Ein kleiner Einschub. Ich weiß noch nicht, ob ich das am Ende mache oder zwischendrin im Video vom Gimbal. Ich habe euch das Gimbal ja jetzt, oder bin gerade dabei, euch das Gimbal zu zeigen. Eins von beiden.
Ich habe euch die ganze Software ja gezeigt oder werde sie euch zeigen. Aber ich habe euch gar nichts zum Handgriff gesagt. Ist mir aufgefallen. So, und zwar, ich muss mal gucken, damit man das. So, noch ein Stück runter. Wir haben hier unten auch noch Knöpfe. Das eine ist der Analogstick. Damit können wir praktisch das ganze Ding bewegen. Das zeige ich, ich gehe mal ein Stück rauszoomen, dann kann ich euch das zeigen. Na. So, ich benutze jetzt den Analogstick. Dann haben wir hier einen Zoom, eine Zoom-Funktion. Ja, so ein kleiner Schalter, den kann man nach oben machen. Ich werde euch mal ranzoomen, damit ihr das auch seht. Also ihr seht jetzt praktisch das Smartphone. So, ich mache mal gerade. So, das habe ich jetzt mit dem Analogstick gemacht. Und jetzt nehme ich den Zoom-Knopf und drücke ihn einfach mal nach vorne. So, und da sind wir jetzt beim zehnfachen Zoom. Wenn wir jetzt rauszoomen. Ist auch praktisch gerade die. Hat der Ticker anvisiert. Erkennt es aber kein Mensch. Ist nämlich gerade die Kamera an. So. Dann haben wir noch. Den An- und Ausknopf logischerweise. So, da können wir auch, wenn wir einmal drücken, halt den Modus wechseln wir zum Modus Foto und dann macht er hier auch. Genau, so. Und dann macht er jedes Mal ein Foto. Also praktisch wie beim Selfie-Stick. Ich werde mal gucken, so, das hat er hier. Also hier ist der Knopf, da der An- und Ausknopf. Der ist mit einem roten Punkt gekennzeichnet. Und wenn wir den halt jetzt einmal drücken, zack, hat er ein Foto gemacht. Wenn wir aber im Videomodus sind und den Knopf einmal drücken, wechseln wir sofort in den Kameramodus und können Fotos machen. So, wir gehen wieder in den Videomodus. Und dann haben wir praktisch. Wenn wir den gedrückt halten, für 3 Sekunden geht das ganze Gerät aus. Logischerweise. 1, 2, 3. Jetzt verbindet er wieder und ist verbunden und ist einsatzbereit. Und dann haben wir noch. Noch einen Knopf. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was der macht. Den habe ich noch gar nicht getestet. Na komm, so, jetzt hat er mich. Ja, da weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, was der macht. Da müssen wir schnell mal im Handbuch nachlesen. Weil den habe ich ehrlich gesagt noch nicht benutzt und dann zeige ich euch noch was. Was auch sehr wichtig ist für die Kalibrierung, falls es mal nötig ist. Modustaste. Soll man den Modus wechseln können oder so? Ich gehe mal jetzt von. Ach so, jetzt macht er automatisch Fotos. Im 3 Sekunden, im 2 Sekunden Abschnitt.
Wenn ihr, nicht, dass ich was falsch mache, steht aber auch ganz genau im Heft beschrieben, dafür muss ich mal rauszoomen. So. Wenn ihr das Probleme haben solltet, dass er sich nicht richtig kalibriert, steht hier auch was drin, wie man das machen kann, dass er vernünftig kalibriert. Ich muss jetzt gucken, wie das bei mir geht, weil das ist mit einem Hochkant-Handy gemacht. So. Ich mache das erstmal wieder zusammen. Mach das aus. Steht aber auch alles im Heft ganz genau erklärt. Und dann muss man das auf den Tisch legen. So. Das Bedienelement zu mir. Und so im geraden Zustand. So, Modustaste 6 Sekunden gedrückt halten. 1, 2, 3, 4. Ja. Ich mach mal an, sicherheitshalber. So, und jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt hat er auch gerade übergezuckt. Zack, jetzt ist mit Bluetooth wieder verbunden. Und zack, ist er kalibriert. Jetzt habe ich aber ein kleineres Feld. Irgendwie hat er auf meinen Mund kalibriert jetzt. Und verfolgt halt meinen Mund. So, jetzt habe ich halt immer drauf gedrückt. Jetzt bin ich wieder auf Gesicht. Und habe ein größeres Viereck. Würde man jetzt in der Aufnahme natürlich nicht erkennen können. Und er verfolgt mich wieder. So. Jetzt machen wir nochmal aus, einfach gedrückt halten, zack, aus und dann fällt er so in sich zusammen und dann ist er auch aus. Macht am besten eure Handyhülle ab, weil durch das Gummierte hiervon und so, wenn ihr das, so, wenn ihr das hier versucht einzuspannen, gibt es halt mit einer Handyhülle, kann es da Probleme geben. So, das wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Das habe ich mich voll vergessen mit der Kalibrierung. Dass wenn wirklich mal Fehler ist und ihr habt alles so gemacht und der kalibriert nicht, der ist halt, zeigt immer falsch rum oder was weiß ich, dann einfach praktisch das Bedienelement, das ist das hier, so nach vorne zu euch, dann das so hingelegt, dass praktisch das Gewicht unten ist, also praktisch so. Ja. So. Und das Handy dann halt flach, so. Und dann einfach anmachen und die Modustaste 6 Sekunden gedrückt halten und dann kalibriert er sich. Habe ich, muss ich gestehen, aber in der ganzen Zeit, wo ich jetzt damit rumgemehrt habe und auch, also ich habe ja öfters an, aus, Software deinstalliert, installiert, habe ja viel rumgemacht, habe ich in der ganzen Zeit jetzt, ehrlich gesagt, nicht einmal gebraucht, auch nicht zum Anfang irgendwie, dass sich das, dass das falsch kalibriert war oder irgendwas dergleichen. Das hat bei mir alles von Anfang an super funktioniert. Heißt aber nicht, dass es immer so ist. Es kann halt immer Montagsmodell geben oder im Produkt geben, wo es Fehler gibt oder so. Davor ist man halt nie gefeilt. Muss man halt auch mal so sagen. So, aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Entweder geht das Video jetzt weiter oder. Also wirklich ein geiles Teil. Wir haben ein kleines Stativ mit bei, also einen Ständer für den Tisch. Wir haben eine Tasche mit bei, damit er geschützt aufbewahrt werden kann, der Gimbal. Wir sind für Shorts gesichert, wir können es für Hochkant benutzen, wir können es aber auch für Quer benutzen. Also ich wüsste jetzt nicht, was da jetzt noch an Wünschen.
übrig bleiben sollten. So. Ich packe das aber jetzt alles mal wieder sauber ein, weil ich. Ja, dann staubt es nicht ein und ich kann es dann nächstes Mal wieder schön benutzen. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wofür das Ding ist. Ich habe nirgends was gefunden. Vielleicht ist es ein Irrläufer, dass der da drin ist, aber keine Ahnung. Ich werde mir mal gucken, ob es dafür noch andere Unboxings gibt, ob andere auch so ein Pinöpelchen drin hatten. Und vielleicht wissen die ja, wo die gehört. Man weiß es ja nicht. So, das wird. Ah, komm. So. Ja, das soll es soweit dazu auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wirklich ein geiles Teil. Mit den Einstellungen hatte ich am Anfang so ein bisschen Probleme, weil, wie gesagt, im Heft manche Sachen halt ein bisschen komisch dastanden. Und die Software hat am Anfang nicht umgeschaltet. Also praktisch die auf dem Handy. Ich habe praktisch das Handy drin gemacht, so wie da steht. Boden richtig ran und dann sind die Knöpfe oben. Dadurch war mein Bildschirm vertauscht. Und ich konnte halt. Der hat nicht gewechselt. Leider. Und hab da rumgefinkelt und dann ging's mal und mal nicht und so. Und hab die jetzt die Software nochmal runtergeschmissen gehabt, hab die nochmal neu installiert gehabt. Und ja, das hat komplett voll aufgeladen und jetzt geht's. Also jetzt hatte ich keine Probleme mehr, dass ja die Software irgendwie nicht erkennt, dass in welche Richtung ich das Handy habe oder so. So, aber nichtsdestotrotz soll es jetzt gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich werde euch das auch verlinken. Ich werde auch das für Action Camps, wo ich den schon wieder den Namen vergessen habe, GoPro verlinken. Ich habe das Video gemacht mit der kleinen Cam von meiner Tochter, aber das ist keine Cam, die dafür geeignet ist, weil die kein Bluetooth hat, dass sie sich mit dem Gerät verbinden kann vernünftig oder irgendwie mit der Software. Aber es geht trotzdem halbwegs mit dem Gimbal. Also war ich auch sehr erstaunt. Werdet ihr da alles im Video sehen. So, bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.